Hallo und willkommen, Wetterfans, hier bei WetterBB und auch hallo und willkommen an die Nutzer der Sindelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung. Ich grüße euch an dieser Stelle hier aus Markstadt. Wir gucken jetzt mal wieder auf die kommende Woche. Die kommende Woche, die wird zwar trockener, aber auch relativ frisch. Wir starten mit dem Montag. Der Montag, der bringt dann nochmal so ein paar Schauer, aber jetzt nichts Spektakuläres. Ansonsten wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen liegen so zwischen 16, 17, vielleicht auch 18 Grad im Höchstwert. Der Dienstag bringt dann wieder ein bisschen mehr Schaueraktivität. Bedeutet, es ist immer wieder mal vor allem dann ab dem Mittag und dem Nachmittag mit Regen zu rechnen. Ihr solltet dementsprechend euch darauf einstellen und euer Regenschirm mit einpacken. Die Temperaturen bleiben unverändert bei 16, 17, 18 Grad im Höchstwert. Der Mittwoch, der Donnerstag und der Freitag bleiben trocken. Es gibt einen Wechsel aus Sonne und Wolken, da passiert relativ wenig. Die Temperaturen bleiben ebenfalls unverändert. Wir schwanken weiterhin zwischen 16 und 18 Grad. Nachts ist es dann allerdings so, dass die Temperaturen weiterhin im einstelligen Bereich bleiben, zwischen 6 und 8 Grad. Nach derzeitigem Stand könnte es am Wochenende mit einem kräftigen Atlantiktief wieder ein bisschen wärmer und sommerlicher werden. Allerdings könnte es auch in die andere Richtung gehen, in Richtung herbstlich. Das ist noch relativ unsicher, das müssen wir dann nochmal abwägen und nochmal gucken, wie es dann tatsächlich aussieht. Aber die Chancen, dass nochmal so sommerliche Temperaturen bei uns herrschen am nächsten Wochenende, sind da und gegeben. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche.